Hallo und willkommen zu einer neuen Folge SSO, Star Stable Online. Ich wollte euch heute mal mitnehmen, um die Loretta zu suchen und um die Fahrer kennenzulernen und um die Syndra zu finden. Und wenn ihr Lust habt, kommt ihr einfach mal mit. Wir sind jetzt hier bei der Tan. Die gibt uns jetzt den Auftrag, was mit Loretta passiert ist. Das nehmen wir jetzt mal an. Delilah, hast du Loretta gesehen? Nein, sie ist auf die Bobcat-Geländegestrecke geritten, aber nicht zurückgekommen. Ich mache mir Sorgen, dass ihr etwas passiert ist, aber ich kann die Koppel nicht verlassen. Der Rest des Reitclubs sucht nach ihr und ich muss hier warten, falls jemand etwas findet. Ich brauche wirklich Hilfe, um sie zu finden. Kannst du zum Weg an den Klippen da drüben beim Berg reiten und nach ihr suchen? Genau, den nehmen wir jetzt mal an. Tja, dann müssen wir mal gucken, wo die Loretta abgeblieben ist. Genau, ihr seht ja jetzt auf der Karte, ich stopp mal ganz kurz, auf der Karte seht ihr jetzt auch hier dieses grüne Ausrufezeichen. Das heißt, da müssen wir hin und gucken, was mit Loretta ist. Und das ist auch hier vorne schon. So. Stopp! Diese Straße wurde für unsicher erklärt. Du kannst hier nicht weiterlaufen, reiten oder fahren. Große Felsbrocken haben die Straße komplett blockiert. Ob ich ein Mädchen auf einem Pferd gesehen habe? Nein, aber ich hoffe für sie, dass sie nicht unter den Felsbrocken dort begraben wurde. Dann wäre sie jetzt platt wie ein Pfannkuchen. Nein, ich kann dich nicht vorbeilassen. Selbst wenn deine Freundin in Gefahr ist, die Straße muss erst geräumt werden. Das sind meine Anweisungen und ich verlasse diesen Ort erst, wenn Herr Campbell es mir sagt. Du hast ja keine Ahnung, was er mit mir machen würde, wenn er erfährt, dass ich mich nicht an seine Anweisungen halte. Wenn es so wichtig ist, warum bittest du nicht Herrn Campbell, den Bulldozer zu schicken? Du findest Herrn Campbell auf der Baustelle, nahe dieser wunderschönen großen Werbetafel, die du wahrscheinlich nur zu ungern anschaust. Reite zu ihm und frage ihn, ob er schnell einen Bulldozer schicken kann. So, jetzt kommen wir hier nicht vorbei. Ja, wir wissen, dass wir da nicht vorbeikommen. Mal drehen und dann müssen wir mal zu diesem Herrn Campbell und fragen, ob er uns da vorbeilässt, um die Loretta zu suchen. Und jetzt seht ihr wieder auf der Karte, jetzt wird es auch gleich sichtbar, genau jetzt, dieses grüne Ausrufezeichen. Das zeigt euch immer, wo die Quest sozusagen ihren Zielpunkt hat. Das heißt, wo ihr hinreiten müsst, um in der Quest weiterzukommen. Manchmal ist es ein bisschen versteckt, jetzt am Anfang natürlich noch einfacher. Das wird im Spiel immer etwas schwieriger. Aber eigentlich sind die Ausrufezeichen meiner Meinung nach immer ganz gut zu finden. Das haben die echt gut gemacht. So, da hinten steht er auch schon. So. Ah, was sehe ich denn da? Ein Stallmädchen aus Morland wagt es, hierher zu kommen. Was willst du? Meine starken Maschinen sabotieren in einem jämmerlichen Versuch, diesen kleinen Bretterhaufen zu retten, den ihr einen Stall nenne? Keine Sorge, kleines Mädchen, wir werden den Stall abreißen und neue Luxus-Apartments bauen, die wir für Millionen und Abermillionen verkaufen können. Ziemlich gut, oder? Ich werde reich und die Morlands bekommen keinen Schilling. So arbeiten wir hier bei der GED. Oh, du bist nicht hier, um Ärger zu machen? Wirklich? Du willst, dass ich dir einen Bulldozer zerleihe? Du bist sehr witzig, kleines Mädchen. Haha. Was ein Vollidiot. Naja. Du willst also, dass ich einen Bulldozer schicke, um die Felsbrocken von der Straße zu räumen, um eine Freundin zu retten? Ich sollte eigentlich einen immens großen Haufen Geld dafür verlangen. Aber eigentlich muss ich die Straße sowieso räumen. Ich warte auf die Abrissmannschaft und dieser Felsrutsch würde sie zwingen, eine Umleitung zu nehmen. Ich habe eine Idee. Wenn du mir hilfst, 4 Bäume zu markieren, die gefällt werden sollen, schicke ich einen Bulldozer, okay? Nimm dieses rote Klebeband und markiere diese 4 Bäume da drüben, dann helfe ich dir. Einverstanden? Ja. So, jetzt haben wir rotes Klebeband bekommen und gelbe Kreise auf der Karte. Die zeigen uns, was wir markieren sollen. Ach, diese GED, ich arbeite nicht gern für die, wirklich nicht. Aber es bleibt uns nichts anderes übrig. Wir müssen ja Loretta finden. So. Den hier auch noch. Ja, die GED wird im Spiel öfter auftauchen.
leider immer mit irgendwas negativem Beigeschmack. Aber gut, das ist halt so. Sonst wäre es ja auch langweilig, ne? So, jetzt haben wir die Bäume markiert. Jetzt können wir wieder hochreiten. Zu diesen netten Menschen. Braves Mädchen, vielleicht sollst du dir überlegen, hier für uns bei der GED zu arbeiten. Wir suchen immer nach Leuten, die die Natur ausbeuten und zerstören wollen. Mein Versprechen? Ich erinnere mich an kein Versprechen. Haha. Das zeigt dir, dass du nicht jedem trauen solltest. Egal, ich hatte den Bulldozer sowieso schon losgeschickt. Man könnte also sagen, dass du das alles umsonst gemacht hast. Siehst du, so läuft das. Weg mit dir, Mädchen. Du und ich sind hier fertig. Das Erste. Der Bulldozer ist unterwegs und du solltest dich lieber von ihm fernhalten. Du kannst also losziehen und deine Freundin aus dem neuesten Stand bringen oder so etwas. Ich muss jetzt weiter den Abriss eures Stalls planen. So, jetzt müssen wir wieder zur Tann reiten und ihr die Neuigkeiten mitteilen. Und hoffen, dass wir bald die Loretta finden. Ah, hängen geblieben. Moment. So. Wenn euch der Rucksack mal stören sollte, ihr könnt ihn einfach mit dem I-Buchstaben zumachen. Genauso wie ihr auch Items oder andere Sachen mit E annehmen könnt, also mit dem E-Buchstaben. Das sind so Shortcuts auf der Tastatur, das ist manchmal ganz praktisch. Genau, jetzt reiten wir mal zur Tann. Die ist hier drüben, so. Hast du schon Neuigkeiten, was Loretta angeht, Delilah? Ein Bulldozer ist unterwegs, um den Feldschuss zu beseitigen. Gut, aber denk daran, dass Herr Campbell ein echter Fiesling ist und die GED so vertrauenswürdig wie eine Maus in der Käsefabrik. Der Bulldozer sollte die Straße jetzt geräumt haben. Reite zurück zu den Klippen und suche nach Loretta. Oh, ich hoffe, es geht ihr gut. Beeil dich, Delilah, beeil dich. So, dann gucken wir mal, ob wir sie jetzt finden. Ihr seht ja, dass ich so einen schwarzen Fuchs in der Tasche habe. Und wenn man den rauslassen will, könnt ihr den auch wieder mit dem P-Buchstaben, also P wie Petra, könnt ihr den einfach freilassen. Dann läuft er euch hinterher. Ist auch wieder so ein Shortcut auf der Tastatur. Ah, wen haben wir denn da? Die Loretta. Was machst du hier, Delilah? Du bist etwas weit weg vom Stall. Tan wollte, dass du mich suchst, das ist lieb von ihr und von dir. Nicht, dass Bartok und ich Hilfe bräuchten. Ehrlich, das war nur ein kleiner Erdrutsch. Hör mal, wegen vorhin, es tut mir leid, wenn ich dich nicht allzu herzlich willkommen geheißen habe. Wie Tan sagen würde, ein wenig Freundlichkeit kann viel bewirken, wenn man andere dazu ermutigen möchte, ihr Bestes zu geben. Ich kann dir nicht versprechen, dass du je den Bobcats aufgenommen werden wirst, aber das heißt ja nicht, dass wir dich trotzdem Kolleginnen sein können. Was? Du hast doch nicht gedacht, dass ich Freundinnen sagen würde, oder? Es war auch so ein Kompliment. Du hast so hohe Erwartungen, Delilah. Tan und die anderen sind bestimmt schon krank vor Sorge. Wir sollten Bescheid geben, dass wir in Sicherheit sind. Komm schon, Delilah, reiten wir zurück nach dem Morlandstall. Kein Rennen oder so. Mach dir keinen Druck, damit du hinten mithalten musst. Hab einfach Spaß. Los geht's. So, jetzt kriegen wir ein Rennen. Mal gucken, wie das ausgeht. Wahrscheinlich werden wir gegen Loretta nicht gewinnen, weil die ziemlich gut ist. Aber wer weiß, wie es ausgeht. Da ist mein Pferd noch nicht hoch genug hier. Aber wir sind hier dicht auf den Spuren. So. Was für ein Rennen. Bartok und ich haben mich total abgehängt. Das war nicht mal knapp. Oh, mach dir deswegen keinen Kopf. Du und Shakefry habt auch richtig Mühe gegeben. Wenn du es erst mit einem Level aufnehmen kannst, müssen wir einen richtigen Wettbewerb draus machen. So, jetzt wurde sie wieder zu unserem Tagebuch hinzugefügt. Und die Quest ist soweit abgeschlossen. Jetzt gehen wir noch zu Tan und sagen der Bescheid. Ach nee, das ist nur die Geländestrecke. Das heißt, wir können eine neue Strecke freischalten. Das mache ich aber später.
Das heißt, wir können jetzt nochmal in Richtung Fort Pinter reiten, um Syndra und Farah kennenzulernen. Die fehlen nämlich auch noch. Und ich habe schon gesehen, dass die da vorne stehen und warten, um es kennenzulernen. Bei Farah werdet ihr später Sachen herstellen können, so Reitausrüstung, Klamotten und auch andere Items, die ihr dann verteilen könnt. Aber dann mache ich da nochmal eine extra Quest zu. Ja, jetzt gehen wir erstmal zur Syndra. Genau. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt die Fahrer auch noch in dieser Quest mache, nicht, dass das Video dann zu lang wird. Vielleicht mache ich erstmal nur Loretta und Syndra und mache dann die Fahrer nochmal in einem anderen Video. Hallo, du bist sicher einer der Neueinkömmlinge im Wollenstall. Ich komme schon seit Jahren hierher. Wenn du also Fragen über die Gegend hast, frag mich einfach. Ich heiße übrigens Syndra. Schön, dich kennenzulernen. Ich komme schon seit vielen Jahren zum Reitlager des Mollenstalls. Wenn Sie hier eine Stempelkarte hätten, hätten wir sicher schon genug für ein kostenloses Pferd gesammelt. Haha, schön wär's. Keine Chance, dass Herr Molland ein Pferd verschenkt. Ja, schon okay. Ich habe genug angespart, um mir ein eigenes Pferd zu kaufen. Und außerdem hat Herr Molland mir gesagt, dass es bald nichts mehr gibt, das ich mir noch beibringen könnte. Danke, deswegen bin ich auf dem Weg in das exotische Fort Pinter. Hast du schon von diesem Ort gehört? Es ist ein Paradies an der Küste mit viel Geschichte und jede Menge Pferde. Es gibt da sogar eine Disco. Ich habe vor, mir das Pferd meiner Träume zu kaufen, wenn ich erst einmal dort bin. Das Problem ist nur, ich habe mich irgendwie verlaufen. Du würdest mich wirklich machen? Vielen, vielen Dank. Nächster Halt, Fort Pinter. So, jetzt sitzt sie hinten drauf auf unserem Pferd und wir bringen die mal nach Fort Pinter. Rechts von uns ist übrigens der Pferdemarkt, da kann man auch Pferde kaufen, verschiedene Rassen. Wobei ich immer ein Freund bin, die Pferde dort zu kaufen, wo sie auch stehen. Also, das ist ja so ein Mix-Mix da im Pferdemarkt. Ich würde dann lieber die Pferde in den einzelnen Städten kaufen. Ich finde das irgendwie besser. Wen haben wir denn hier? Hauptmann Waterloo. Mal gucken, was der von uns möchte. Wow, sofort stehen bleiben. Ich fürchte, ich muss euch bitten, abzusteigen und mich zu begleiten. Du hast gegen Paragraph 46b des Kodex des Reitverhaltens von Fort Pinter verstoßen. Das Gesetz nicht zu kennen, ist keine Entschuldigung. Dann wollen wir mal sehen. Das macht 7000 Schillinge für das Zwei-Personen-Reiten in einer Ein-Personen-Reitzone. 3500 Schillinge für überhöhte Geschwindigkeit. Oh, dir leider, das ist alles meine Schuld. Du bist doch nur hierher geritten, um mir zu helfen. Ich werde die Strafe zahlen. Aha. Das macht dann weitere 15.000 Schillinge für den Versuch, Strafzahlungen ohne Autorisierung abzutreten. Oh je, ich werde tun, was ich kann, aber kein Aber. 4.000 Schillinge für das Sagen von Aber. Leg dich nicht mit mir an. Ich merke es gleich, wenn ich mit echten Unruhestiftern zu tun habe. Du wirst dich sofort dem Tourismusminister vorstellen. Er weiß, wie man mit Störenfrieden wie euch umgeht. So, jetzt lernen wir auch den James kennen. Der wird jetzt hier einmal angezeigt. Da reiten wir jetzt mal hin. Hier seht ihr ja auch die ganzen Pferde, die man hier kaufen kann. So. Oh, das ist James. Na, will er nicht? Der Tourismusminister, er steht vor dir. Das bin ich, James Cloudmill. Also, was bringt dich zum Tourismusminister? Ich bin ein vielbeschäftigter Mann.
Die Gesetzesbrecher haben gegen zahlreiche Regeln und Gesetze von Fort Pinter verstoßen. Ist das so? Das stimmt, das tut es nicht, du Amateur. Kumpel, ich hab das im Griff. Geh du und sie nach der Disco oder so. Es tut mir leid, Minister. Natürlich, Minister. Also, lasst mich raten. Unser Hauptmann Waterloo hat dich hier in irgendeiner albernen Straftat beschuldigt. Falsch, ihr steckt tiefer drin, als ihr ahnt. Warte, gib mich dir leider die Schuld. Ich zahle die Strafe. Nach dem, was der Wachmann sagt, schulde ich dir 29.500 Schillinge. Er hat euch die Bekundungsgebühr erlassen, sagen wir also glatte 50.000. Hey, seht mich nicht so an, der Bürgermeister macht die Regeln. Ich bin nur ein einfacher Beamter, der geschworen hat, für ihre Einhaltung zu sorgen. Nein, ich hatte gehofft, mir ein Pferd von meinen Ersparnissen kaufen zu können, aber... Ihr mögt also Pferde? Ja, dann habe ich genau den richtigen Job für euch. In einer Viertelstunde legt ein Boot voller Touristen an. Und alle meine Leihpferde sind noch auf der Weide. Wenn die Pferde nicht bereit sind, bis die Touristen auftauchen, ist ihr Urlaub ruiniert. Das wäre ja schade, wie können wir helfen? Ihr beide werdet sie für mich holen. Du darfst sogar eins reiten, Sindra. Hurra! Ich lasse meine Pferde gerne in Nähe von Ferdinands Pferdemarkt weiden. Okay, streng genommen sind sie Ferdinands Pferdemarkt. Glaubt mir, ich hab da etwas mit ihm ausgemacht. Meine Pferde sind gut für sein Geschäft, deswegen hat er sie gerne dort. Holt einfach die Pferde und falls Ferdinand oder Eddie irgendetwas sagen, sagt ihnen, James hätte euch geschickt. Alles verstanden? Pferde abholen. Für diesen Job wurde ich geboren. Bringt mir die Pferde sofort hierher zurück und vielleicht rede ich dann mit dem Bürgermeister darüber, eure Strafe zu verringern. Na dann mal los, dann wollen wir doch mal die Pferde hierher holen. Sie seht jetzt auch wieder auf der Karte, ist so ein gelber Kreis. Das heißt, genau da müssen wir hin. Dauert leider einen kleinen Moment. Geht es nicht ganz so schnell. Aber wenn es euch zu lange dauert, könnt ihr auch ein Stück vorspulen. Genau, so, jetzt sind wir dem Ziel ganz nahe. Ah ja. Ich glaube, die müssten jetzt hier sein. Ah, da stehen sie ja schon. So. Hier sind wir richtig. Bist du soweit, die Pferde zurück zu James zu bringen? Schon komisch, ich war schon so oft hier und habe immer angenommen, dass diese Pferde zu Ferdinands Markt gehören. Wer hätte gedacht, dass sie sich von James leiht? Wirklich? Aber er wirkt so anständig. Halt, was macht ihr mit den Pferden? James? Okay, na dann, geht und sorgt dafür, dass die Pferde bewegt werden. Und sagt James, dass ich nicht vergessen habe, was ich ihm schulde. Eddie wird ihm das Geld am Ende der Woche bringen. Ich wusste, wir können James vertrauen. Bringen wir diese Pferde zurück nach Fort Pinter, bevor die Touristen ankommen. So, es steht hier, bleib nah an den Pferden, um sie nach Fort Pinter zu geleiten. Und dann mal los. Fehlt doch noch eins. Geht ihr auch mal brav mit. Muss ich die jetzt alle auf einmal mitnehmen? Bisschen schwierig, ne? Das kann ja was werden.
ganz schön schwierig, die alle zusammen mitzunehmen. Will das nicht mit? Das ist wirklich ganz schön schwierig. Muss sich ein bisschen konzentrieren hier, dass die auch alle vier immer gleichzeitig mitlaufen. Läuft das eine da lang und die anderen drei laufen hier lang, warum? Lass die mal da lang gehen. So, ihr geht mal schön hier lang. Geht ihr mal schön da lang. Na, jetzt will mein Pferd nicht da drüber. Ach, komm schon. Das ist wirklich ganz schön schwierig. Weil jedes Pferd woanders hinläuft. Eieiei. Oh Mann, ey. Also das ist echt so tricky hier. Und die beiden da. Die beiden fehlen schon wieder. Ja, also da muss man sich wirklich konzentrieren, deswegen spreche ich auch gerade nicht so viel. Nicht, dass wir die ganze Quest nochmal machen müssen, das wäre ja ärgerlich. Ich glaube, wir haben das Ziel gleich erreicht. Ich weiß gar nicht, wo Syndra abgeblieben ist. Die sollte mir doch eigentlich helfen. Thank you.
Aber jetzt haben wir es echt geschafft. Hoffe ich. Puh, das war meine Aufgabe. Jetzt ist er grün, das heißt, es ist beendet. Gutes Timing, die Touristen sind fast da. Glückwunsch, Leute, ihr habt ihren Urlaub gerettet. Also, wegen des Strafgeldes, das ihr mir schuldet. Hier lasse ich dir gerne ein paar hundert Schillinge von einer Geldstrafe. Da kommt natürlich noch die Leihgebühr hinzu, dafür, dass Sindra das Pferd zurückgeritten hat. Leihgebühr, aber ich dachte, Sindra, das sind Leihpferde. Wenn du eins reitest, musst du eine sehr faire Gebühr bezahlen. Tut mir leid, da gibt es keine Ausnahmen. Damit beläuft sich eure Rechnung auf 92.871 Schillinge. So viel kann ich nicht bezahlen. Es muss doch eine Möglichkeit geben, den Betrag zu verringern. Bitte. Ich nehme an, dann wirst du einfach so lange für mich arbeiten müssen, bis du deine Schulden abgearbeitet hast. Wir haben einen Stall, in dem wir Hilfe brauchen und ein Rennen, das organisiert werden muss. Wenn du also sagen wir mal 47 Jahre arbeiten würdest, ja, dann sollte eure Strafe abgearbeitet sein. Nein, das ist ja furchtbar. Betrüger, was? So könnt ihr mit mir nicht sprechen. Ich bin der Tourismusminister. Ich arbeite auf Anordnung des Bürgermeisters. Ihr wollt den Bürgermeister sehen? Gut, aber ich warne euch. Mit ihm ist nicht zu spaßen. 10 Minuten später. Macht Platz für Lord Pinters Stolz und Freude. Bürgermeister Peanut. Der Bürgermeister ist ein Pony? Das bin ich in der Tat. Ein sprechendes Pony? Tja. Wollen wir mit dem Bürgermeister sprechen? Hallo, Figur, lauf mal dahin. So. James hat mir gesagt, ihr seid beide 92.871 Schillinge schuldig. Ich verlange die Zahlung sofort. Wenn ihr eure Geldstrafe nicht bezahlen könnt, muss das Mädchen Sindra finden und es muss zumindest da arbeiten, wie er es richtig hält, bis die Schuld getilgt ist. Das kommt mir alles sehr verdächtig vor. Ich muss herausfinden, wohin James verschwunden ist. Tja, wo ist James jetzt hin? Hier ist er jedenfalls nicht. Ah, das ist eine aufwendigere Quest, als ich gedacht hätte. Wo kann James nur sein? Hier auch nicht. Überall gelbe Kreise, aber kein James zu sehen. Seht ihr ihn irgendwo? Also ich sehe ihn nicht. Hier gucken. Hier ist er auch nicht. Mal gucken. Vielleicht ist er in dem Geheimversteck. Nein, hier ist er auch nicht. Komisch. Wo kann der nur sein? Hier ist er auch nicht. Dann ist er vielleicht zum Strand runter. Gehen wir mal am Strand gucken. Also hier oben ist er jedenfalls nicht, dann muss er ja vielleicht hier unten sein. Gucken wir mal, ob wir ihn hier finden. Wir
sehe ich mich aber auch nicht. Vielleicht am anderen Ende vom Strand. Ja, das ist immer so ein bisschen Sucharbeit. Wo dieser James jetzt ist. Hier ist er auch nicht. Das ist komisch. Nehmen wir mal die Abkürzung wieder nach oben. Und wo kann der denn sein? Wenn er hier unten ist, muss er ja doch hier oben sein. Haben wir etwas übersehen? Vielleicht haben wir etwas übersehen. Vielleicht ist er auch hier hochgegangen. Könnte ja auch sein. Mal hier gucken. Ob hier ein James zu finden ist. Hier ist er. War, was machst du hier? Der Druck ist ein bisschen extrem, findest du nicht? Er bezahlt, damit seine Pferde Bewegung bekommen. Die Touristen bezahlen nicht, damit sie reiten können. Eine Win-Win-Situation. Nun, solltet ihr nicht auf Bürgermeister Peanut hören, ihr wollt euch damit nicht mit ihm anlegen. Was? Das ist doch verrückt. Das ist ein sprechendes Pony. Ja, das ist die Wahrheit. Frag all die Leute, die ihn gewählt haben. Okay, du hast recht. Bitte verrate es, Steven. Das ist alles, was ich habe. Es ist alles ganz harmlos angefangen. Ich habe diesem süßen kleinen Pony ein Funkgerät, einen Zylinder gegeben. Und Peanut, das sprechende Pony, war geboren. Ich habe mich in den Büsch versteckt, während Peanut mit den Touristen gesprochen hat. Die Sache war ein großer Erfolg. Alle haben Peanut geliebt. Als die nächste Wahl in Volkwinter anstand, dachte ich mir, warum sollte sich nicht Peanut zur Wahl zum Bürgermeister stellen? Mit dem Verkauf von Welt-Peanut-T-Shirts hätte ich ein Vermögen verdient. Das war doch nur alles ein Scherz. Ich dachte nicht, dass er wirklich gewinnen würde. Und als er dann gewann, war nur noch eine Sache, die ich tun konnte. Und all die Macht aufgeben, bist du verrückt? Niemand durfte erfahren, dass es ein ganz normales Pony ist. Ich ließ den neu gewählten Bürgermeister Peanut verkünden, dass ich der neue Tourismusminister sei. Auf diese Weise konnte ich mich um alles kümmern, während Peanut im Stall abhing und Heu fraß oder was auch immer. Okay, okay, wenn du mir versprichst, niemandem die Wahrheit über Bürgermeister Peanut zu sagen, bringe ich Dinge mit ihr in Ordnung. Da hast du mein Wort. Sindra, bitte Bürgermeister Peanut, was habe ich denn diesmal falsch gemacht? Steh auf, Sindra, ich habe dich falsch eingeschätzt. Ich sehe jetzt, dass du ein reines Herz hast und Pferde mehr liebst als irgendjemand anders in Jorvik. Das stimmt, das tue ich wirklich. Ruhe. Aufgrund deines guten Herzens ernähre ich dich zur Pferdeministerin. Von heute an wirst du dich um Stellen vom Winter kümmern und die örtlichen Rennen verwalten. Das wäre mir eine Ehre, Bürgermeister Peanut. Pferdeministerin. Das muss man sich mal vorstellen, das wird was, wenn ich die Mädchen zu Hause davon erfahren. Also, ich schätze, jetzt sind alle zufrieden. Ich bedauere das Missverständnis. Ich sehe, dass du cleverer bist als der typische Tourist. Ich bleibe in Verbindung, Delilah. Ich habe das Gefühl, dass wir zusammen einen Haufen Schillinge machen können. Ja, das war jetzt diese Syndra-Quest mit dem Tourismus. Ich habe jetzt für heute erstmal nichts mehr so vorzustellen oder zu sagen.
Ich denke, dass wir die Fahrerquests in einem extra Video machen, sonst wird dieses Video hier einfach zu lang. Und würde mich deswegen erstmal verabschieden und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss!